möglich. In The Evil Within ist der Ursprung ihrer Angreifer unbekannt. Ihre Absichten sind es jedoch nicht. Um als Detective Sebastian Castellanos zu überleben, muss man gegen das unsagbar Böse bestehen. Sind die sogenannten Ruhelosen, gequälte Seelen, die nur das Ziel haben, gnadenlos zu morden. Brutal und stark sind die Ruhelosen eine tödliche Bedrohung für Sebastian und verfolgen ihn unerbittlich. Angesichts knapper Munition und Ressourcen kann selbst ein einzelner Gegner jederzeit Sebastians Tod bedeuten. Doch es sind nicht nur Feinde, die Sebastian nach dem Leben trachten. Die Umgebung ist gespickt mit tödlichen Fallen. Stolperdrähte, Sprengladungen, die bei Annäherung explodieren und Giftgas sind nur ein paar der tödlichen Gefahren, die Sebastian erwarten. Aber wenn man auf verräterische Hinweise achtet, können die Fallen auch als nützliche Waffe eingesetzt werden. Die Ruhelosen mögen furchterregend und die Umgebung heimtückisch sein. Aber es gibt Feinde, die so mächtig sind. Nicht einmal der Tod sie aufhalten kann. Mit seinem Hammer in der einen und den Gehirnen seiner Opfer in der anderen Hand ist jeder Schlag des Wächters tödlich. Sebastians Überleben hängt oft von seiner Beobachtungsgabe und Reaktionsfähigkeit ab. Zwar ist die Flucht meist der beste Weg zu überleben, aber sie ist nicht immer möglich. Durch das Zerlegen der Fallen des Wächters kann Sebastian Bolzen für seine Armbrust, der vielseitigsten Waffe im Spiel, bauen. Die Armbrust verschießt Munition, die aus gefundenen mechanischen Teilen besteht. Wenn Kugeln rar sind, kann Sebastian hier zahlreiche unterschiedliche Bolzen einsetzen, um seine Gegner zu erlegen, elektrisieren oder einzufrieren. Verfolgen nur ein Ziel, Sebastian zu jagen und zu töten. Jede Begegnung ist ein harter Kampf ums Überleben. Zu wissen, wann man kämpfen oder besser fliehen sollte, entscheidet über Leben oder einen grausamen Tod.